Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier gerade noch das aktuelle Bayala-Magazin und zwar die Nummer 46. Kostet in Deutschland 5,99 €. Das nächste erscheint schon wieder am 28. Mai, das heißt in einer Woche. Darum lasst uns das hier nochmal ganz schnell anschauen. Ich habe hier das Fohlen und die Mini-Sticker schon mal vom Heft gelöst. So sieht das Cover aus. Ist wieder wunderschön geworden. Wie jedes Bayala-Magazin. Ja, wir haben hier wieder eine Limited Edition. Und zwar haben wir hier Saida oder Saida. So heißt dieses Fohlen. Das schauen wir uns natürlich an. Und dann haben wir hier noch ein paar Mini-Sticker. Schauen wir uns auch an. Aber zuerst wie immer ein Blick in das Magazin. 5,99 € ist natürlich eine Hausnummer. Ja, das geht schon ganz schön ins Taschengeld, aber ihr habt hier halt diese limitierte Schleichfigur mit dabei, von dem her. Ne? Wobei dieses Fohlen, muss ich sagen, das ist zwar nett, aber ist jetzt nicht unbedingt eines meiner Lieblingsfohlen, denn die Proportion, ne? Der Kopf ist hier sehr, sehr, sehr klein geworden. Aber ja, wie schon gesagt, wir schauen es uns gleich an. Wir haben Comic drin. Wir können malen. Ihr könnt Waffeln backen. Es gibt 5 Blütenhäuschen zu gewinnen. Wir haben Poster mit drin und vieles, vieles mehr. Ja, und ihr wisst, es gibt auch eine App, wo ihr Bayala spielen könnt. Entdecke die App, tauche ein in die fabelhafte Welt von Bayala und erlebe zauberhafte Abenteuer. Erstelle magische Pferde und deine eigene Elfe. Besuche geheimnisvolle Orte und löse spannende Aufträge im Elfenreich. Hier ist der Link dazu, müsstet ihr jetzt einscannen können, dann könnt ihr euch da mal umschauen. Ne? So, hier, ja, willkommen in Bayala und hier unser magisches Fohlen Saida oder Saida plus die Aufkleber und natürlich gibt es da wieder einen Steckbrief dazu, das schauen wir uns an. Als erstes ein Blick auf die nächsten 2 Seiten, triff Ayela. Alle in Bayala lieben ihre Kronprinzessin Ayela. Sie ist so freundlich, klug und hilfsbereit. Willst du noch mehr über sie wissen? Ja, dann könnt ihr das hier lesen. Hier geht's um die gütige Prinzessin, um die beste Freundin, um die Leseelfe und das könnte jetzt falsch verstanden werden. Darum blättern wir jetzt ganz schnell weiter. Es ist so schlimm. Wir leben heute in einer Timeline. Du machst dir bei jedem 5., 6. Wort Gedanken, soll ich es aussprechen oder lieber lassen, ne? Also lass ich es lieber. Wie auch immer, im Comic erleben wir hier ein Wetterchaos. Ayela, Sera und Zura sammeln gerade magische Kräuter, als sie auf Saida treffen. Das Fohlen hat eine tolle Entdeckung gemacht und wird mit ihrer Magie ein Riesenchaos auslösen. Ach, du liebe Zeit! Ne? Chilp, chilp, hier fliegen ein paar Vögelchen durch die Luft. Eine Schwalbe ist auch mit dabei. 3 Elfen und das Fohlen in diesem Heft mit goldenen Füßchen. Ne? Ja, mit dabei natürlich Saida. Das Fohlen kann das Wetter beeinflussen und sorgt damit für ganz viel Durcheinander. Ayela, Bayala und seine Bewohner liegen der Prinzessin am Herzen. Zura. Mutig und aufgeweckt steht Zura ihren Freundinnen immer zur Seite. Sera, die sanfte Elfe, kennt sich mit Bayalas Natur richtig gut aus. Pflanzen liebt sie besonders. Ja, komm. Und hier seht ihr, wie schön das wieder gezeichnet ist. Ne? Also hier mal, wie immer, Props an das Team, was das hier Ausgabe für Ausgabe immer wieder von Neuem zaubert. Großartige Zeichnungen. Ich hoffe ja immer, dass die Augen nicht noch größer werden. Hier finde ich, sieht es richtig gut aus. Würde mir sehr, 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 sehr wünschen, dass Schleich die Figuren bzw. den Elfen wieder kleinere Augen macht. Ja? Nicht mehr so riesengroße Anime-Augen. Das schreckt mich persönlich ab. Seitdem sammle ich keine Elfen mehr. Ne? Vorher, ich habe alle, weil es eine super schöne Serie ist. Ne? Elfen hin oder her, es ist eine tolle Fantasy-Welt. Aber seit sie diese Riesenglotzer haben, tut mir leid, bin ich raus. Ne? Was sehr schade ist. Aber ja, ja, komm. Ich blätter ein paar Seiten weiter und zwar auf diese Seite. Hier seht ihr nochmal ein bisschen was vom Comic. Echts, echts, nanu, was ist denn da passiert? Wenn ihr mal eine Ausgabe verpasst habt, könnt ihr die nachbestellen im Blue Ocean Shop. Die haben einen Shop, da findet ihr auch ältere Ausgaben und könnt die alle noch zum ganz normalen Preis, wie es damals erschienen ist, nachbestellen, okay? Also wenn ihr da mal irgendeinen Fohlen verpasst habt, ja, wie zum Beispiel das hier, Dalia, oder Dina, Felia, das
Steinschnuppeneinhorn oder Yadira Freundschaftseinhorn oder dieses wunderschöne magische Fohlen, dann könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachbestellen. Okay, ich wollte es euch nur kurz zeigen. Vom Sammler für Sammler. So, dann werde ich natürlich nicht das Ende vom Comic spoilern. Wir springen hier zur Heftmitte und hier haben wir wieder ein super schönes Poster drin. Boah, ihr seht schon, ne? Im Sonnenuntergang mit ein paar Sternchen. Super schönes Fantasy-Pferd, was wir hier sehen. Steht hier vorm Wasserfall. Super, super schön. Und in der Heftmitte findet ihr dann noch dieses Poster. Marvin, ihr wunderschönes Einhorn und Waschbärchen. Boah, ich weiß gar nicht. Piu, heißt er Piu? Auf einer schönen Blumenwiese und die Sonne scheint hier auch. Ist aber irgendwie eine schöne Abendstimmung oder so, ne? Passt natürlich jetzt auch herrlich zum Sommer. Ja, also viel Spaß euch mit diesen wunderbaren Postern. Wir springen hier zu Saida oder Saida. Das ist noch ein wunderschönes Mini-Poster. Ihr seht's, hat eine pinke Mähne. Ein goldenes Hörnchen und goldene Beine hier unten. Steht hier auch auf einer Blumenwiese. Hier habt ihr ein Ausmalbild und natürlich Rätsel. Und hier kommt der Steckbrief zur sonnigen Freundin. Sie strahlt mit der Sonne um die Wette. Das süße Wetterfohlen ist richtig verspielt und tollt am liebsten fröhlich über die Wiesen Bayalas. Hast du Lust, mit Saida zu spielen? Sie lädt dich gerne ein. Also als erstes mal hier Steckbrief aussehen. Und das könnt ihr natürlich wieder anmalen, so wie ihr es hier bekommen habt oder so, wie ihr euch ein Sonnenfohlen vorstellt. So, also das Aussehen wäre hier weißes Fell, rosa Mähne und Schweif, goldglitzerndes Horn und Hufe. Charakter, clever, neugierig, munter, gibt nie auf. Zauberhaftes Merkmal, ihr Sonne-Wolken-Tattoo. Das mag sie gern, Sonnenschein und Nieselregen. Das mag sie nicht so gern, Wetterchaos in Bayala. Lieblingsplatz, die Regenbogeninsel. Schon gewusst? Saidas Magie ist echt einzigartig. Sie kann es nämlich regnen lassen oder auch die Sonne herbeizaubern. Die Natur braucht beides, das weiß Saida jetzt und deshalb lässt sie es regnen, auch wenn er manchmal eher nach Sonne wäre. Ja, dann der Herzenswunsch. Auweia, Saida hat mit ihrer Magie großes Chaos verursacht, aber sie hat gelernt, wie wichtig das Gleichgewicht der Natur ist. Es braucht Sonne und Regen im Wechsel. Fröhlich denkt sie sich, ich werde das beste Wetterfohlen, das Bayala je gesehen hat. So, ne? Jetzt wissen wir auch das. Und wir schauen uns noch was an. Und zwar einen kleinen Malkurs. Lass uns malen. Das wissen nur wenige in Bayala. Sura ist eine echte Künstlerin. Sie zeigt dir, wie du ein ganz besonderes Bild mit Wasserfarben zauberst, ne? Das hier ist das Bild, was wir haben wollen. Das heißt, hier schön Kopf, Mähne und Blütchen von einem Pferd und dahinter ein schöner, bunter Hintergrund. Hier habt ihr die Anleitung. Das heißt, ihr malt zuerst ein Blatt schön bunt an mit Wasserfarben und die Farben ein bisschen ineinander verlaufen lassen. Dann malt ihr auf ein extra weißes Blatt diesen Kopf mit Mähne und Blüten, wie es euch am besten gefällt. Dann ausschneiden mit einem weißen Rand und dann ganz einfach auf das bunte Blatt kleben und dann kriegt ihr halt so ein Bild, okay? Das ist relativ einfach. Hier steht auch, was ihr alles braucht. Ne? Und hier habt ihr eine schöne Vorlage. Das ist nämlich dieses Fohlen, das heutige Fohlen Saida, was ihr hier verewigen könnt oder irgendein Fohlen, was euch am besten gefällt. Ist auch schön zum Verschenken. So, und jetzt schauen wir natürlich noch auf die Vorschau. Welches Fohlen haben wir beim nächsten Mal drin? Und da haben wir, oh, wieder ein Pegasus-Fohlen. Und das sieht ja mal richtig, richtig schön aus. Das Wind-Pegasus Vaya. Das hier haben wir in der nächsten Ausgabe drin. Ja, Wahnsinn. Ist das ein neues Fohlen? Also das hatten wir in der Bayala-Ausgabe definitiv noch nicht drin. Natürlich wieder rosa und pink. Das ist schon wow. Aber es sieht wirklich klasse aus. Super, super schön. Jo, das nächste Abenteuer wartet. Auch die süße Lana kann die nächste Ausgabe kaum erwarten. Male sie an, dann vergeht die Zeit super schnell. Ja, das ist auch ein Fohlen, was schon mal im Magazin drin war. Klasse. Also das sieht toll aus. Wind-Pegasus. War ja, ist der Hammer. Freue ich mich drauf. Ich sag ja, in der Woche ist schon wieder soweit. Dann erscheint die nächste
Ausgabe. So, das zum Magazin. Jetzt schauen wir uns die Sticker an und das Fohlen. So, die Mini-Sticker kommen hier in der Folie. Einfach rausholen und Spaß mit haben. Das könnt ihr überall draufkleben, wo es euch am besten gefällt. Ihr könnt es auch als Tattoo für eure Fohlen benutzen, wenn ihr das wollt. Ne, ihr seht, wir haben hier Regenbogen, Einhörnchen, dann hier Sternchen mit einem Fohlen drin, Herzele haben wir drin, Kreise, Ecke und Quadrate und die glitzern hier auch noch wunderbar. Ne? Ich glaube, so kann man es gut sehen. Also, das findet ihr auch in eurer Ausgabe. Unbedingt gucken, wenn ihr das Magazin kauft, falls ihr es noch nicht habt, dass ihr die Stickers mit dabei habt. Ne? Es gibt ja so Spitzbuben, die das vom Heft lösen, was natürlich nicht unbedingt fair gegenüber den anderen ist. Sollte man nicht machen. Man sollte da schon fair sein, okay? Also, diese Mini-Stickers habt ihr mit dabei. Und dann kommen wir natürlich zu unserem Fohlen, Saida, das Wetterfohlen oder halt das magische Fohlen mit einem Wolkentattoo. Das schauen wir uns ganz schnell an. Ich hol's mal hier raus. Ach Gott, guck mal, das ist doppelt verpackt. Das war zweimal drauf, ne? Das konnte ich jetzt ganz einfach runternehmen. Und das ist hier nochmal drauf geschweißt. Schmeiß mich weg. Okay, also wenn ich auch kein so ein Fan von diesem Fohlen bin, wobei hier die Länge der Beine stimmen, ich finde den Körper total nett, aber der Kopf ist hier echt zu klein. Oh, ich sehe gerade, die Lampen sind ein bisschen zu hell, ich drehe sie mal ein bisschen auf die Seite, sonst wird es weiß so dermaßen überblendet, dass ihr die Details gar nicht mehr seht. Ne? Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Die Länge der Beine, so ein junges Fohlen, absolut in Ordnung, auch der Körper. Aber der Kopf, irgendwie stimmt es nicht ganz. Ne? Bleibt auf jeden Fall wunderbar stehen. Was haben wir hier denn für eine Größe? Ich messe mal ganz schnell mit meinem Rupimeter. Das Fohlen hat eine Länge von 8,5 cm und eine Höhe am Hörnchen gemessen von 8,9 cm. Nicht ganz 9 cm groß. Es hat super schöne Farben und wow, auch das Gold ist ja wirklich super schön geworden. Ich bin hier gerade sehr positiv überrascht und warum gefällt mir das? Ja, weil sie einen feinen Glitzer genommen haben und nicht so einen totschlagdicken Glitzer, wo alle Details kaputt macht. Also das ist schon wirklich gut geworden. Auch wenn es hier an der Mähne ein paar Flecken gibt. Ne? Ihr seht, dieses Pink oder Rosa ist ja auch aufs Fell gekommen. Das ist nicht ganz so Welle Wahnsinn. Aber das ist viel, viel, viel besser als viele, viele andere Fohlen in der Vergangenheit. Ich würde sagen, das haben sie schon gut gemacht, ja. Also hier ist überhaupt gar nichts auf das weiße Fell geschmiert. Ja, hier ist alles wunderbar. Es sitzt da, wo es sitzen soll. Nur hier vorne, ne, ihr seht's, hier ist ein bisschen schief gelaufen. Ist aber nicht schlimm. Ja, das Hörnchen glänzt hier wunderbar gold. Das haben sie auch sauber bemalt. Dann geht die Mähne hier auch um das Horn herum, hängt ganz frech ins Gesicht. Die Augen haben sie wie immer mit einem schön glänzenden Schwarz bemalt, ist auch nett. Von vorne guckt es auch total goldig, oder? Ist doch richtig lieb. Auch die Nüstern sind goldig geworden. Jo, dann seitlich auf dieser Seite seht ihr lange wallende Härchen. Die Mähne ist ein bisschen grob gearbeitet, aber ist schon vollkommen okay. Auf dieser Seite seht ihr, weht's alles auf die andere Seite rüber. Die Öhrchen stehen aufmerksam nach oben. Das Fell ist hier herrlich weiß. Man kann hier auch die Fellstruktur erkennen. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Haben sie nett gemacht. Ist auch kein übertriebenes Grinsen, was dieses Fohlen hier hat. Ist schon absolut in Ordnung. Man kann hier schön auch ein bisschen die Muskeln erkennen. Die Beine haben eine tolle Länge, wie ich finde. Dann hier der Goldglitzer ist ganz fein verstrichen. Die Hufe sind komplett golden, sind auch noch ein bisschen dunkler. Ihr seht, die Hufe sind kräftiger. Und der goldene Übergang in das Weiß hier, das haben sie auch gut gemacht. Also ich freue mich wirklich, wie schön sie das Fohlen hier hinbekommen haben. Ja, klasse. Auch die Unterseite der Hufe haben sie hier bemalt in Gold. Ne, die Hufe haben sie richtig mit Gold bemalt und noch den Glitzer drüber. Und das sitzt hier wirklich super gut. Klasse. Ja, der Schweif ganz kurz, auch entsprechend in Pink. Hier auch noch ein bisschen
Goldglitzer drauf, was aber die Details nicht kaputt macht. Von dem her ist klasse. Dann haben wir hier die kleine Wolke, eine schwarze Outline. Von unten kommt es auch ein bisschen rosa und ihr seht, drüber strahlt die Sonne. Ja, man sieht hier richtig die goldenen Sonnenstrahlen und ihr seht hier auch noch das Fell, was hier ganz leicht skulpturiert wurde. Ja, klasse. Hier haben wir auch noch einen Schleichstempel. Produziert von Blue Ocean. Guck an, guck an. Datum haben wir keines drauf, aber ein CE-Stempel. Ach doch, hier, komm. Hier ist eine Nummer, aber kein Datum. Okay, also interessant. Dann haben wir hier eine Schleichfigur, die aber von Blue Ocean produziert wurde. Und ich kann es nur nochmal sagen, die Bemalung ist hier super gut gelungen. Ja, das muss ich sagen. Auch wenn es nicht mein Lieblingsfohlen ist, aber das ist klasse geworden. Also ja, Glückwunsch Blue Ocean, Glückwunsch Leich für so ein hübsches Fohlen in einer wirklich sehr netten Bemalung. Das kannst du anders nicht sagen. Ja, ist auch ein nettes Material. Es ist weicher als das, was man so schleichtypisch kennt. Ich denke mal, das geht schon hier in Richtung neue Kunststoffe. Ja, ihr seht die Beine. Kann man sehr schnell verbiegen. Also wenn er die Fohlen aufbewahrt, in einer Box oder so, vielleicht einfach einen Karton hier dazwischen klemmen, damit es die Beine nicht zusammendrückt. Ne? Damit es auch in Zukunft munter stehen kann und das Wetter positiv beeinflusst. Ne? Ganz wichtig. So, jetzt wollen wir das Fohlen noch ganz schnell in den Wald stellen. Wie sieht das dann aus? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus mit dem Grün hier. Kommt es richtig schön, oder? Sieht doch aus wie Märchen, oder? Richtig, richtig schön. Das gefällt mir gut. Und ich werde das Fohlen natürlich auch noch gleich hier in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Also super, super, wirklich sehr, sehr, sehr schöne Beilage für dieses Magazin, für diese Ausgabe hier mit den Mini-Stickern. Unbedingt gucken, dass die mit dabei sind, ne? Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch. Das magische Fohlen Saida, die 12 Stickers in dieser Ausgabe, die jetzt gerade noch so aktuell ist, die Nummer 46 mit dem Wetterchaos-Comic und diesem wirklich hübschen Fohlen, was ich hier gleich noch in 360 Grad drehen lasse. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, winke, winke, euer Rupi. Yay! Yeah.